Wie man die Erde aus dem All beobachtet. Seit Beginn unserer Zivilisation haben die Menschen schon zum Überleben das Bedürfnis gehabt, die Welt über sich zu verstehen. Dazu gehören die Wettervorhersage, die Einschätzung von Umweltrisiken, der Umgang mit natürlichen Ressourcen und ein besseres Verständnis des Klimas. Heute eröffnet uns der Weltraum einen idealen Blickwinkel auf die Erde und liefert uns grundlegende Informationen über alle diese Naturphänomene. Beobachtungssysteme an Land, auf Schiffen und Flugzeugen sind auch sehr wichtig, aber ihr Blickwinkel ist beschränkt. Vom Weltraum sieht man den ganzen Planeten für genaue Karten, zur Messung und Überwachung von Niederschlag, Waldsterben, Meeresspiegel etc. Hallo, ich bin Wafy und werde Ihnen in dieser Videoserie erklären, wie wir die Erde aus dem Weltall beobachten. Wir verwenden satellitengetragene Sensoren. Das sind Instrumente zur Messung der Strahlung, die von der Erde abgestrahlt, als auch die auf die Erde trifft und in den Weltraum reflektiert wird. Wie diese Energie emittiert wird oder wie sie sich durch die Erdoberflächenreflexion verändert, gibt uns wichtige Informationen über unseren Planeten. Schallwellen können hierfür nicht vermessen werden, weil sie sich im Vakuum des Raums nicht ausbreiten. Wie elektromagnetische Wellen, die sich dort mit 300.000 Kilometern pro Sekunde bewegen. Um aber die Erde zu erreichen, müssen sie die Atmosphäre passieren. Und das schaffen sie nur dann, wenn sie in bestimmten Bereichen des elektromagnetischen Spektrums sind, den atmosphärischen Fenstern. Sie liegen bei Frequenzen zwischen Funk- und Mikrowellen und bei Infrarot bis sichtbarem Licht. Das ist der Grund, weshalb wir die atmosphärische Feuchtigkeit, Wasserdampf, bei 22 GHz und 183 GHz untersuchen und die atmosphärische Temperatur bei etwa 60 GHz. Ein weiteres Beispiel ist das Infrarotband, wo man die Temperatur von Objekten messen kann. Infrarotsensoren können abgegebene IR-Strahlung von Objekten erfassen, auch im Dunkeln. Thank you.